Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich. Heute bin ich tief im Grün innen. Genommen geht es nur um das eine: gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst. Ich bin in der Hauptstadt von Kolumbien. Ein Ort, der pulsiert auf 2600 Meter über dem Meer. Das erste Mal in Südamerika und es hat mich gerade verwutscht. Die Vielfalt und die Farben hauen einem um. Schau da mal. Ja, weißt, nur Herdopf. Ja. Leck dich mal. Da wird nicht tariert. 4.000? 4.000. Gracias. Das ist eine never-ending story, gell? Weißt du, vor allem die hohen Dimensionen, das ist gewaltig. Biodiversität hier ist eine der grössten weltweit. Ah ja? Para la próstata. Azúcar a sangre. Para la próstata? Yes. Mire, tengo 54 años, señor. Eso le ayuda mucho a rejuvenecer eso y no se le da el cabello, no se le cae. Sí, me sí, está bien. Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehabt. Nein, Kopf, das ist drei Stände durchgelaufen, drei neue Sachen lernen können. Gracias. Das ist eine Kulturpflanze natürlich mit einer sehr grossen Bedeutung, oder? Hola, buenas. Hola. Es geht alles ein bisschen länger. Ein bisschen, ja. Haben wir auch schon zwei, drei Mal gemessen, oder? Ich bin mit Jürg unterwegs. Er kennt es hier. 2,8 Bogota, das merkst du schon. Ja, das merkst du also, schon. Du schauen. Brauchst dich ein bisschen akklimatisieren. Das kann nicht einfach. Sie gehen ja viel hier auswärts essen, weil eigentlich das Restaurant verhältnismäßig günstig ist. Und also gerade in Bogota noch fast mehr, wo einfach sehr viel auswärts essen, weil es hat ja jedes zweite Haus ist ein kleines Beizli, oder? Mhm. Das ist sehr einfach, aber gut. Ja, ja. Ja, finde ich auch. Du musst einfach schnell die Nerven halten. Und dann geht es weiter. Abseits von Stadt, auf das Land. Kolumbien ist bekannt für seine Kaffee- und Schokokultur. Wir sind unterwegs zu Don Diego. Seine Finca Cinco Cacao ist weitaus mehr als nur eine Schokoplantage. Aguacates, Mandarinas, Limones, Guayabas, Café, Plátano y Cacao. ¿Sí? Y este es el limón mandarino. Es muy aromático. Muy aromático. El mandarín y limón. Sí. Wow. Nikos, das geht. Nein. Ui, Gericko. Tun so in Jockey drin, dass es so ein bisschen Zitrusaroma drin hat. Ja, passt ohne Bitterkeit, oder? Pura Vitamin C. C. Mhm. Und wegen dem bin ich hier. Kakao. Ven que las matas de plátano producen cierta sombra. Y la producción que alcanza es alrededor de 130, 140 frutos al año. Un fruto de estos va de flor a este fruto se demora 6 meses. 6 Monate vom Blümli bis zu dieser Frucht. Ok. Otro. Con 16 frutos de este árbol hago un kilogramo de cacao. Solo, ¿eh? Es ist erstaunlich, dass aus so einem Blümli so eine kraftvolle Frucht entsteht. Máxima producción a los 7 años.
Mit 7 Jahren produziert er am meisten. Y puede producir hasta 40 años. Bis 40-jährig produziert der Baum. Look, on a capsula, when this is open, this is the cacao seeds. Uh-huh. Okay. No la muerdan, solo la chupan. Uh-huh. Lichi, uh-huh. Mango, uh-huh. Y maracuyá. Uh-huh. Lichi, mango, Passionsfrucht. Uh-huh. Wahnsinnig, was bei dieser Kakaobohne für ein Bouquet an verschiedenen Geschmäckern zum Vorschein kommt. Puede ser azúcar. Este es el cacao en su interior. Es más pequeño el embrión y el color es más intenso. Ja. ¿Sí? Und aus dem geht jetzt Choque. Ja. Eso este es el chocolate. Después de que termina el proceso de fermentación y después de que termine el proceso de secado, para poder así buscar un chocolate de calidad y hacer nuestros productos. Ah, oh, hier ist ein Brachmutter. Área secado. Puñuelos. Puñuelos. Ja, ja. Hier, mitten im Bezossen, auf der Plantage, so. Mache ich Puñuelos. Das ist eine kolumbianische Spezialität. Und dazu, wie könnte es anders sein, gibt es eine Schokosauce. Da brauchen wir nur Eigelb. Eigelb und Zucker schaumig rühren. Das ist immer so ein kolumbianisches Werkzeug. Das ist noch ein lustiges Gefährt. Ich bin nicht ganz überzeugt, ob das wirklich jetzt wird eintauscht gegen einen guten Schwingbesen. Aber andere Länder, andere Sitten oder andere Schwingbesen. Und jetzt die Mischung mit der Vanillemilch zusammen aufkochen. Dann kommen wir zu unserem Hauptdarsteller heute, Kakaofrucht. Das ist mehr als nur eine kleine Schatztruhe, was da alles drin ist. Da ist fein ein bisschen Weltgeschichte drin und am Schluss wächst nachher eben das hier, wo wir gestellt haben. Das natürlich hier zu 100%. Wir müssen hier unsere warme Milch langsam auflösen, damit es so eine schöne Schokosauce gibt. Was wir dazu tun, ist noch so ein Prise Salz. Das hilft am Ganzen. So. Da geht das Herz auf. Liebes Grüße aus Kolumbien. Ich sage immer, was zusammen auf dem gleichen Bett wächst, das schmeckt eigentlich fast immer. Mit Passionsfrucht oder Zitronenmandarinen koche ich einen süß-sauren Kontrast zur Schokosauce. So. Schön, sich ein bisschen reduzieren. SOS. Dann geht es an Puñuelos. Das ist eigentlich wie eine Art Kräpfli. Die Basis des Teigs ist kolumbianischer Frischkäse, Maisstärke und verquirlte Eier. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Backpulver dran. Dann haben wir ein halbes Säckchen. Queso Costeño geht bei uns in die Richtung eines Feta-Käse. Ist leicht salzig. Ist so der Hauskäse eigentlich in Kolumbien. Der Teig zu gleichmäßigen Kugeln formen und gut abdrehen. Und dann geht es ab ins heiße Öl, bis sie goldbraun und knusprig sind. So sieht die kolumbianische Feldküche aus, Freunde. Eine Gasflasche und zwei Brenner. Gut ist. Am besten ist es schon, wenn du es lauwarm servierst. Einfach so zum Kaffee. Unsere Schokosauce. Qué rico. Ja, macht doch Freude. So etwas. Puñuelos, Schoki, Maracuja. Funktioniert. Puñuelos, gemacht in dem Land, wo sie herkommen. Und eine Schokosauce quasi direkt vom Baum. Man kann sich kalt essen, easy, aber so warm. Das Beste. Im
Grunde genommen geht es nur um das eine: gutes Essen. Denn die schönsten Rezepte und Geschichten schreibt das Leben selbst. Schudels Food Stories wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl lohnt sich.